So, guten Morgen. Gleich steht an, so ist das Licht schön, 6x615 Kilo. Wieder Bankdrücken, Robin macht nur Bankdrücken. So ist das Licht schön, ich rückwärts. Robin macht nur Bankdrücken. Wie gesagt, bis zum Ende dieser Woche noch. Und dann ist mir eine ganze Woche kein Bankdrücken an. 12 Uhr, 6. Jetzt gucke ich erstmal noch ein bisschen YouTube, diesmal nicht Fitness-Oscar, diesmal ein bisschen Ben Sattinger. Hier seht ihr wieder. Dim, 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 dim. Ihn habe ich auch nicht abonniert. Ich weiß nicht genau, ob ich das machen soll, weil er macht so viele Videos, die mich nicht so interessieren. Aber gerade dieses Sixpack-Tagebuch, da denke ich mir so, oh ja, das kann ich mir wieder angucken. Na toll, jetzt lädt er das wieder nicht. Auf jeden Fall, naja. Abonnieren wir ihn einfach mal. Hey. Abonnieren. So. Haselnussgeschmack, Haselnussgeschmack. Und schauen wir mal an, was er von Mix Body Shop bekommen hat, ne? So voll Vormittag. Das letzte Video habe ich schon Training to Beat Ralf genannt. Hab's dann aber kurz umgenannt, weil im Video nichts damit zu tun hat. Nichts damit war, wo ich irgendwie darüber gesprochen habe. Aber ich habe mir gedacht, ich nenne meine Trainingsvideos so lange Training to beat Ralf, bis ich Ralf geschlagen habe in den Powerlifting-Übungen. Und soweit ich weiß, seine Rekorde sind zwar schon ein bisschen älter, aber Bankdrücken waren bei ihm 157,5 Kilo. Squats waren bei ihm 200 Kilo. Und Kreuzheben 260. So, und ich habe mir gedacht, Ralf, einerseits, Ralf ist cool, ne? Andererseits ist es natürlich so, ich bin relativ nah an den Kraftwerten dran. Also zum Beispiel Bankdrücken bin ich bei 150 und vielleicht nach Smolov könnte ich Ralf schon haben beim Bankdrücken. Dann Squats bin ich auch sehr nah an 200 dran. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mich darauf vorbereite, dann könnte ich das vielleicht sogar auch schaffen. In 2 Wochen oder 1,5 Wochen möchte ich ja mal meine Maximalkraftwerte testen. Und dann natürlich noch 260 Kilo Kreuzheben. Das wird durchaus eine Nummer schwerer, da bin ich, denke ich mal, noch ein bisschen von entfernt. Mein Max ist jetzt, glaube ich, so 220. Ja, also 220 habe ich gehoben. Wer weiß, wie schnell ich das auf 260 hochkriege, aber ich werde auf jeden Fall meine Trainingsvideos jetzt immer Training to Beat Ralf nennen, so lange, bis ich stärker bin als er. Und dann suche ich mir ein neues Vorbild. Oder dann nenne ich es auch ganz anders, aber was weiß ich. Also auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich aufwache, denke ich, du musst Ralf schlagen. Und deswegen gehe ich immer wieder voll motiviert ins Gym. So wie jetzt. Das Wetter ist wunderschön, das heißt, und voll warm draußen, das heißt, ich brauche keine Jacke und ich ziehe ja meine Sachen immer schon vorher an. Das heißt, ich werde wohl, das Licht ist ein bisschen scheiße, in diesem wunderschönen hellblauen Ding draußen rumradeln und alle Leute werden mich komisch angucken. Aber das ist mir wurscht, ich lebe den Lifestyle, ne?
Gott. Sehe ich hier drin fett aus? Ich sehe da drin nicht so fett aus, wie als wenn ich nichts an hätte. Deswegen zeige ich mich immer schön in Klamotten. Aber ich denke mal, jetzt kommt wirklich kein Gebabbel mehr. Jetzt kommt Training. Das ging richtig easy. Ich habe sogar die ersten 5 Sätze mit einem Atemzug gemacht. So, das war jetzt mein erster Satz Bankdrücken. Wie ihr schon gehört habt, war der ganz easy. Die danach ging aber auch. War auch kein Problem. Was ich natürlich noch erwähnen sollte, war mir vorher nicht so im Klaren. Smalllauf ist natürlich so ausgelegt, dass es zu Anfang der Woche auch leichter ist. Also nicht nur klar, dass das Gewicht leichter, weil man mehrere Wiederholungen macht, aber auch die Intensität ist geringer zu Anfang der Woche. Und deswegen ist es jetzt wieder ein bisschen leichter und das wird dann halt immer schwerer und es wird dann am Ende super schwer. Mit 10 x 3, 137,5 Kilo Ende der Woche. Dann werden wir dann nochmal schauen, ob ich das schaffe. Aber das ist dann Thema für was anderes. So, nachdem ich Bankdrücken gemacht habe, wollte ich Squats machen. Ich habe mir gedacht, okay, ja, meine Beine sind klein und schwach, das wisst ihr alle. Also trainierst du richtig schön Beine. Aber es ist, ich habe mich ein bisschen aufgehört und so weiter und auf einmal tut mir mein rechtes Bein weh. Und ich denke mal, das ist irgendwie noch so eine Art Muskelkater oder so. Auf jeden Fall war das relativ scheiße. Ich habe mich schon voll gefreut. Ja, wieder voll Beine trainieren und so. Damit ich mal endlich aufhören, so verkrüppelt klein zu sein. Aber nein, konnte ich leider nicht machen, weil es weil es weh getan hat. Und dann konnte ich halt nicht richtig trainieren. So, dann war also die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Ganz gerne Beine trainieren. Dann habe ich mich halt erstmal meinen Schultern gewidmet und ein bisschen Zeitheben gemacht. So 5-6 Sätze und danach auch noch vorgebeugtes Seitheben. Rudern. Wie nennt man das? Naja, ihr seht's ja. Für die hintere Schulter. Um auch halt einen Ausgleich zu Bankdrücken zu haben. Und dann wusste ich halt auch nicht mehr richtig, was ich machen soll. Hab nochmal kurz irgendwie ein paar Dips gemacht, aber habe mich nicht so danach gefühlt, weil ich auch so schwer bin und so. Und hab mir dann überlegt, ja, komm, machst du noch was für den Rücken? Das hing da gerade so mit dem Griff. Und ich muss ehrlich sagen, die Übung, die finde ich richtig geil. Das so eng zu greifen, von ganz oben nach ganz unten ziehen, hat da richtig super Kontraktion in dem Blatt drin. Und ich denke, die werde ich so öfter einbauen. Ich werde die auch, ich denke, werde das Latziehen durch das Latziehen mit dem engen Griff ersetzen. Das finde ich wesentlich besser. Das hat sich richtig gut angefühlt. Und das dazu.
mal schauen, ob ich Ralf demnächst schlagen kann. Und das war's erstmal von mir. Ciao.